Excuse, ich musste da noch ein paar Sachen besorgen. Wo sind die Leute? Weg. Au, der Vogeli ist in Ausflug, du. Der Täter taucht jeden Moment auf. Blomquist! Nein, Platz, Frau Blomquist. Warum? Die gestattet, woher kommen die Haare? Vom Gärtner vielleicht? Sie wollen doch nicht andeuten. Mit dem Gärtner. Woher kommen die Haare denn sonst? Vom Captain? Vielleicht. Ja, sie lügt. Der Captain hat gar keine Haare, sie sind festgenommen. Moment, Moment. In Wirklichkeit gehört das Haar jemandem, der sich hier in diesem Raum befindet. Der Inga Holm. Mann, immer denkt, so eine Opernschraube wie die Blomquist gibt's doch gar nicht. In der Holz sind festgehört. Ich würde hier auch noch ein bisschen zuwarten. Und ich glaube auch nicht, Frau Dings, dass ihre geistige Kapazität lange für herauszufinden, wer es wirklich war. Aha. Genau, wo die Inga Holm hat in Wirklichkeit gar nie existiert. Oh, warum Sie das wissen? Na ja. Ninette und Inga Holm waren in Wirklichkeit eine und die gleiche Person. Sonnenklar. Das ist spannend wie nicht mehr. Frau Ninette, Sie sind festgenommen. Oder nicht? Nein, weil Ninette in Wirklichkeit nämlich die alte Frau Holm ist. Sie sind ja gefährlich. In Wahrheit könnt ihr ganz gut laufen, Frau Holm. Ihr könnt sogar rumhüpfen, wenn es muss sein. Ganz sicher seid ihr immer ganz schnell über die Geheimstege von einem Ort zum anderen gekommen. Aber was ist mit dem Gärtner? Warum klettert der Gärtner die Fassade drauf? Steckt nicht der Gärtner hinter dieser Maskerade? Fest, ne? Natürlich nicht. Wollen wir mal schauen. Hey, der Fahne! Fest, ne? Na. Oh, nicht, hä? Ich bin spannend wie ein Mann! Du warst ja gar nicht mehr da, ausser der... Der grosse Eva Holm. Excuse? Gratuliere. Wer ausser der grossen Eva Holm hätte sonst all die Figuren spielen können? Ich hoffe, ihr habt meine Vorstellung genossen. Ja, ja. Auch wenn die Figuren also zum Teil ein bisschen übertrieben waren. Tea Button
Also ich weiss nicht. Und dann die Opernsänger da, la 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 la. Wo ist der Gärtner? Meine dramatische Ader. Man muss jeden Charakter ausreizen. Oder nicht? Ist ja alles immer gleiche Person gewesen. Natürlich. All die komischen Figuren, die da rumgegeistert sind, sind von der Eva Holm gespielt worden. Für uns zu verwirren. Aber eine Frau Iseli lässt sich nicht täuschen. Meine Anerkennung. Was ist auch schon passiert? Eva Holm nimmt den Diamant vom Herrn Uri entgegen. Die Glocke läutet. Auch so eine super Idee. Eine Fernbedienung. Die alte Frau Holm glöckelt. Der Captain spielt Billard. Eva Holm Klaviert, ich muss sagen. Also, Eva Holm verlässt den Salon, spielt grossartig, als würde sie weggerissen und schreit. Und ich nicht wissen, verstecke ich Güterkoppel oder den... Ich habe es mitbekommen, Frau Schruppabdelli. Eva Holm verstaut den Diamant schnell in diesem Buch da, bevor der Herr Buri auftaucht. Der Diamant, weg, da! Dann schickt sie ihn auf die Verfolgung. Der Herr Buri rennt raus und Eva Holm nützt die Gelegenheit, möglichst schnell, wenn noch nicht ohne Zwischenfälle, die erste Figur von all diesen Figuren zu spielen, die sie uns damit wollte verwirren und auf eine falsche Fährte führen. Ich hatte noch ziemlich zu tun, bis ich all die Orte gefunden habe, wo die verschiedenen Kleider und Perücken sind versteckt wurden. Die Sonnenbrille von der Inga Holm, der Schleier von der alten Frau Holm, der Lippenstift, die Nase und der Schnauz vom Gärtner. So hat sich Eva Holm möglichst schnell von einer Person in die andere können verwandeln. Und das Motiv? Geld vor Versicherung, natürlich. Das Schloss muss dringend saniert werden. Und der Beweis? Der Beweis? Gott sei Dank. Es war nämlich das Buch gewesen. Wo aber Kate ist und Eva Holm als Ninette verkleidet vor dem Herr Buri im Schaft versteckt. So, das wäre alles. Ich danke für die Vorstellung, Frau Holm. Aber jetzt muss ich gehen. Ich habe da noch anders zu tun. Festnehmen. Das überlasse ich euch, Herr Buri. Und tschüss. Was an mich denkt, wenn ich hier bin? Das ist ja ein Desaster. Ein Desaster. Wie sind Sie denn für mich? Nicht so schnell, gehen wir zuerst mal rein. Sie können abschalten. Gott sei Dank.